Hallihallo und herzlich willkommen zum dritten News-Video vom Pixelmon-Server Drake. Ja, es hat sich ein bisschen getan, ja. Leider wurde ein bisschen gegrieft, aber das schreckt uns nicht zurück. Wir bauen alles wieder auf oder laden ganz einfach Backsaves, also Sicherheitskopien. Ja, jetzt gibt es am Spawn hier zwei Geräte, die einem bei den Fossilen hilft, also die sie reanimiert, und mehrere Kisten, wo Leute Sachen reintun können. Und das lasse ich drin. So. Und dadurch werden Anfänger natürlich geholfen. Und so etwas will ich nicht sehen, wenn man die Kisten kaputt macht. Gut, ich habe hier jetzt mal auf Englisch einfach mal Siphon gewarnt, aber es wird natürlich immer wieder passieren. Und ja, hier habe ich noch geschrieben, dass wir Spende suchen, und ja, ich könnte auch mit einem Euro ganz easy super spenden. Also das reicht natürlich für uns. Wir brauchen eigentlich nur 16 Euro pro Monat, wenn wir den Server so lassen wollen. Aber wir wollen ihn natürlich auch aufstocken und ja, immer wieder besser machen natürlich. Okay, ja, jetzt gab es hier bestimmte Routen. Hier kam eine neue Nebenroute hinzu, die zu Datamils Arena führt. Data Emil. Das ist seine Arena. Er hat jetzt einfach mal eine Arena gemacht mit allen Typen. Und ja, sie ist noch nicht offiziell eingetragen, aber wird vielleicht bald schon. Und ja, dafür muss er sich einfach bald mal entscheiden. Er ist noch nicht so lange auf dem Server, darum gebe ich ihm noch ein bisschen Zeit. So. Ja, das wird mein Turm. Der wird hier noch viel schöner verziert und so. Aber jedes Stockwerk hat eine andere Holzfarbe. Und ja, hier werde ich ein bisschen durch den Berg müssen, aber ja. Klick. So, dann hat es hier, wie letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt oder nicht gezeigt, Starsegens Haus, das ist der zweite OP. Und ja, bei ihm kann man ganz schön sehen, es gibt Kästen, die man zumachen kann. Man kann sie zwar noch mit ein paar Tricks öffnen, aber das schützt schon uns sehr, sehr viel mehr, vor allem die OPs. Und ja, man kann sie besser zurückverfolgen. Also wenn jemand es macht, können wir besser schauen, wer es gemacht hat und wieso es. Also ja, wir sehen es einfach besser sozusagen. Gut, dann gehen wir nochmals zum Spawn. Gehen wir mal zu Data Emil. So, oh, der ist hier unten. Okay, bei der Arena, von der Psycho-Arena, hat es jetzt nicht viel geändert. Ja, dafür gibt es eine Route hier, die ja von ganz hinten von der Stadt bis hierhin führt. Und momentan ist Starsegen hat diese Route gemacht. Hat Starsegen eine Brücke vor. Nicht diese, sondern eine gigantische Brücke, die ist... Komm, lade bitte. Nein! Ah, oh, der ganze Tag nervt er. ja, hier ist jetzt ein Weg entstanden. Hier eine halbe Treppe nach oben zum Leuchtturm von mir. Der wird jetzt
bald ja, einfach nur noch zur Dekoration sein. Und hier ist er gerade am Bauen. Genau, er wird jetzt gerade ein bisschen ihm sagen, was nötig ist. Ein Note. Ständchen, Ständchen. So, jetzt muss ich noch denken. Gibt noch ein paar Gebäude. Ach ja, es sind recht viele. Also heute hat es fast doppelt so viele wie gestern. Also es waren 7 oder 8. Und ja, freut uns sehr. Wir sind natürlich noch klein und ja. Aber dass der Fortschritt so groß ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es kommen auch viele neue, also es wechselt sich aus und so. Recht gut. So, hier sind Fackeln. Genau. Hier ist die Bude von Master Joy oder so etwas. Weiß jetzt nicht genau. Sorry, ich hab's vergessen. Und ja, eine schöne Mine hier gemacht. Nicht schlecht. Unten ist leider nicht mehr so viel. Aber er hat jetzt schon mal einen Tag lang seine Basis aufgebaut. So, und hier ist die Butze von Emodam, meinem Kollegen, wenn ich es sehen würde, genau hier. Ja, mir gefällt natürlich so etwas auch sehr gut. Und hier unten hat er, ja, der ist gut. Sehr, sehr, ja, gute Sachen hier, vor allem individuelle Sachen, die, ja, erfinderisch sind. Und ja, okay, sonst der Rest, diese zwei heiße außerhalb habe ich gezeigt, glaube ich. Und er sagt es gerade, wenn man auch 10.000 Blöcke weit weg geht, muss man auch wieder zurücklaufen. Das ist das Richtige. Und nicht, ich kann nicht mehr zurücklaufen. Ja, jammer du weiter. Oh je. Yeah. Ja, okay, das war's wieder mit dem News und ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht kommt ihr auch kurz mal ein bisschen den Server besuchen. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen und ja, wie gesagt, es ist hier alles frei, also ihr dürft frei bauen, ihr dürft Städte bauen, Routen bauen, Gebiete bauen, alles mögliche bauen. Könnt Pokémon-Kämpfe machen, könnt mit uns einfach chatten, uns treffen oder solche Sachen. Und ja, wir haben sehr viel Spaß auf diesem Server und ja, hoffe es wird noch lange so andauern. Jo, also Dankeschön fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.